Herr Dr. Träger, wir fangen in Mecklenburg-Vorpommern an. Dort will die AfD stärkste Kraft werden. Wie sehen Sie denn Ihre Chancen? Ob die AfD stärkste Kraft wird, beziehungsweise wer in Mecklenburg-Vorpommern erste, zweite und drittstärkste Kraft wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir die Situation, dass vier Parteien, SPD, CDU, Linke und AfD in den Umfragen der letzten Wochen relativ dicht beieinander liegen. Manchmal sind es zwischen sozusagen Platz 1 und Platz 4 wenige Prozentpunkte, manchmal sind es 7-8 Prozentpunkte. Das heißt, in Mecklenburg-Vorpommern ist das Rennen noch sehr offen. Insofern kann man faktisch noch nicht so viel ausschließen und man kann jetzt noch nicht sagen, wer auf Platz 1 landen wird. Gibt es denn, Herr Dr. Träger, irgendeinen Trend in den letzten Wochen oder wechselt das wirklich ständig? Also bei Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass es nicht so deutliche Schwankungen zwischen den einzelnen Umfragen gibt, wie beispielsweise bei Berlin. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass die Umfragen auch nur im Prinzip insofern mit Vorsicht zu genießen sind, weil sie zum jeweiligen Zeitpunkt die Stimmung abbilden. Insofern ist das auch alles relativ schwierig, das aus den Umfragen jetzt abzulesen, insbesondere wenn die Situation so ist, wie sie in Mecklenburg-Vorpommern ist, dass das da relativ dicht beieinander ist. Also die Parteien sind teilweise bei, also vier Parteien liegen irgendwo zwischen 17 und 25 Prozent. Das ist sehr viel. Das heißt, es gibt, anders als es noch vor Jahren der Fall war, auch in Mecklenburg-Vorpommern und in anderen Bundesländern, wo es jetzt zwei große Parteien gab, die drei sich teilweise fast 40 oder sogar über 40 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen konnten. Und dann Parteien, die vielleicht so bei bis 15, 16 Prozent hochreichen, teilweise aber auch bloß bei 10 Prozent oder noch deutlich drunter liegen, gibt es das nicht mehr. Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hat man den Eindruck, es gibt eigentlich bloß noch fünf Parteien oder scheinen darauf hinauszulaufen, dass es fünf Parteiensysteme gibt oder vielleicht sechs Parteiensysteme, wenn es die FDP in den Landtag oder in das Abgeordnetenhaus schafft, wo die Größenunterschiede zwischen den Parteien nicht mehr so deutlich sind. Was ist denn der Grund dafür? Haben die beiden etablierten Parteien, die Sie gerade angesprochen haben, das sind ja, gut, in den neuen Bundesländern sieht es ja mit der Linken noch ein bisschen anders aus, aber das waren ja vor allen Dingen die SPD und die CDU. Was haben die denn falsch gemacht? Also man muss natürlich sagen, dass in einer gewissen Weise, wenn man jahrelang regiert, also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es die Große Koalition seit 2006, in Berlin gibt es sie seit 2011. Wir haben jetzt noch die Situation, dass wir auf Bundesebene Große Koalition haben. Also das heißt, eine parteipolitische Konkurrenz zwischen Bundesebene und Landesebene und Parteien, die koalieren, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene, haben natürlich den Nachteil, dass sie oft bei den darauffolgenden Wahlen schlechter abschneiden, weil natürlich dann die Bilanz ihrer Regierungsarbeit zugrunde gelegt wird. Und man kann es als Regierungspartei nicht allen Wählern recht machen. Und da ist dann natürlich der Punkt erreicht, wo man dann als Regierungspartei Stimmenverluste einfahren muss. Hinzu kommt noch durch die Situation dieser parteipolitischen Konkurrenz, Gleichzeitigkeit von großen Koalitionen auf Landesebene, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin und einer großen Koalition auf Bundesebene, dass sozusagen auch die Bilanz der Arbeit oder die Arbeit der Bundesregierung so ein bisschen auf die, oder die Performance der Bundesregierung auf die wahlkämpfenden Landesverbände abfärbt. Okay. Und man hat auch die Situation jetzt mit der AfD, dass da eine Partei sich positioniert oder zur Wahl stellt, die offensichtlich von einer Vielzahl an Wählern als Alternative gesehen wird. Ob man jetzt aus purer Überzeugung die AfD wählt oder aus Protest heraus, um im Prinzip den etablierten Parteien einen Denkzettel zu verpassen, sei mal dahingestellt. Am Ende des Tages ist entscheidend, wie hoch das Wahlergebnis sein wird. Und dann fragt keiner mehr, hat man noch in Sachsen-Anhalt gesehen, als die AfD 24,3% gehabt hat, kann man das Ergebnis sich aus Sicht der etablierten Parteien nicht schönreden, indem man dann sagt, okay, das hat damals vielleicht die Hälfte der AfD-Wähler nur aus Protest die AfD gewählt und nicht aus inhaltlicher oder politische Überzeugung. Herr Dr. Träger, gucken wir doch mal auf die Wähler. Wer wählt denn die Alternative für Deutschland? Das ist recht unterschiedlich. Es gibt jetzt auch
schon ein paar wissenschaftliche Befunde dazu. Das sind teilweise etwas mehr Männer, die die AfD wählen. Das ist aber auch jetzt nicht so, dass man sagen kann, die AfD ist irgendwie die Partei der Älteren oder die Partei der Jüngeren. Das ist so altersmäßig relativ durchwachsen. Es gibt natürlich, also relativ gleichmäßig verteilt, es gibt natürlich so ein paar Hotspots, sagen wir mal, in den mittleren Altersjahrgängen, in den mittleren Altersgehorten. Man kann zum Weiteren nicht sagen, dass die AfD irgendwie nun ja in einer gewissen gesellschaftlichen Schicht beheimatet ist. Es wählen gut ausgebildete und weniger gut ausgebildete Leute, also um mal den Begriff aus den Sozialwissenschaften zu nehmen, Leute mit formal höherem Bildungsabschluss und Leute mit formal niedrigerem Bildungsabschluss, die AfD. Das zeigt, dass die Partei in einer gewissen Weise unterschiedliche Wählergruppen durchaus anspricht. Jetzt schauen wir wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben wir ja diese Konstellation, dass es vier Parteien sich drum streiten, wer jetzt die stärkste wird. Sie haben es gerade gesagt, es gibt die große Koalition zwischen SPD und CDU, wo beide auch ziemlich pari sind. Dann sind die Linke und auch die AfD ziemlich gleich. Wer hat denn noch Chancen, dort einzuziehen? Was ist denn mit der NPD? Die sitzt ja derzeit auch noch im Schweriner Landtag. Die NPD sitzt derzeit tatsächlich noch im Schweriner Landtag, wird jetzt bei Umfragen so bei 3-4% gesehen. Das heißt aber noch nichts, weil man muss bei den Umfragen berücksichtigen, dass sie zum einen bloß ein aktuelles Stimmungsbild sind und zum anderen gibt es da den Begriff in den Sozialwissenschaften der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Insbesondere bei Parteien wie der NPD wird derjenige, der für sich vielleicht schon entschieden hat, NPD zu wählen oder zumindest es nicht ganz ausgeschlossen hat, wird er aus Gründen der sozialen Erwünschtheit beim Telefoninterview nicht ins Telefon rufen, er würde jetzt NPD wählen. Also insofern kann es ja sein, dass der Wert der NPD tatsächlich etwas höher ist als in den Umfragen dargestellt. Mhm. Insofern kann man nicht ausschließen, dass die NPD es vielleicht knapp doch nochmal schafft. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die NPD es vielleicht knapp nicht schafft, so wie in Sachsen 2014. In Mecklenburg-Vorpommern könnten dann noch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit die Grünen einziehen. Bei der FDP ist das so eine Frage, ist eher unwahrscheinlich bei der FDP in Mecklenburg-Vorpommern, weil sie auch bei, sagen wir mal, 3% liegt. Also ist denkbar eine große Koalition zwischen SPD und CDU, aber auch eine rot-rot-grüne Koalition theoretisch. Theoretisch das. Also in Mecklenburg-Vorpommern hat man die Situation, dass nach den aktuellen Umfragen eine große Koalition noch eine relativ knappe Mehrheit hätte. Mhm. Das kann sich natürlich in den nächsten 2,5 Wochen bis zur Wahl noch ändern. Es wird in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Berlin ganz entscheidend sein, wie die konkreten Wahlergebnisse sind. Also man wird bei beiden Wahlen nicht im Vorhinein sagen können, also die und die Koalitionsformation ist ausgeschlossen. Oder die Partei liegt jetzt auf Platz 1, die auf Platz 2, weil es tatsächlich noch ein relativ enges Rennen ist oder ein offenes Rennen ist. Die Abstände zwischen den Parteien sind relativ eng, sodass, sagen wir mal, 1 Prozentpunkt bei der einen Partei als Minus, 1 Prozentpunkt bei der anderen Partei dazugelegt, schon entscheidend sein kann, wer jetzt auf Platz 1 oder Platz 2 ist. Insofern ist in Mecklenburg-Vorpommern nach dem aktuellen Stand der Dinge durchaus noch eine große Koalition möglich. Aber es müsste perspektivisch auch vielleicht auch am Wahlabend dann, wenn es zum ähnlichen Ergebnis oder zu einer ähnlichen Situation wie im März in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kommt, wo es dann doch nicht mehr für eine große Koalition reicht, darüber nachgedacht werden, ob es nicht eine rot-rot-grüne Koalition gibt, wie in Thüringen, oder eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, wie in Sachsen-Anhalt. Hm. Gut, kommen wir noch einmal zur AfD. Man hat so das Gefühl, die AfD muss selber gar nicht viel machen. Es passiert viel in der Welt, was ihr in die Karten spielt. Man hat auf der anderen Seite aber auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass die anderen Parteien dem so hilflos entgegenwirken. Also wir beiden stellen uns jetzt mal vor, 4. September, es ist 18.15 Uhr. Die ersten Hochrechnungen laufen an im Schweriner Landtag. AfD freut sich 20% und alle anderen Parteien machen Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Aber eigentlich ist das doch vorhersehbar gewesen. Sagen dann wieder, sie können sich es auch nicht erklären. Also meine Frage ist, was machen die anderen Parteien falsch oder andersrum? Warum hat es die AfD so einfach, Protestwähler zu bekommen? Es scheint unterschwellig seit einigen Jahren eine gewisse Unzufriedenheit mit den politischen Akteuren zu geben.
oder gegeben zu haben, schon bevor es die AfD gegeben hat. Die AfD ist in einer gewissen Weise bloß das Abbild dessen, was es gab. Das zeigt, dass es immer schon, oder in den letzten Jahren wahrscheinlich, einen gewissen Unmut oder diese Unzufriedenheit, nicht Unmut, aber Unzufriedenheit mit den sogenannten etablierten Parteien gab, mit den Regierungsparteien gab. Und da hat man natürlich als politischer Newcomer wie die AfD den Vorteil, man kann erstmal relativ viel sagen, viele Positionen aufstellen, man muss sich noch nicht so genau festlegen, man muss noch kein richtiges Regierungsprogramm vorlegen, weil die anderen Parteien ohnehin gesagt haben, sie würden mit der AfD nicht zusammenarbeiten. Also insofern kann man dann so einen bunten Blumenstrauß, ein buntes Potpourri an politischen Forderungen oder politischen Positionen präsentieren, was natürlich den Vorteil hat, wenn man sich die aus Sicht der AfD, dass dann natürlich auch relativ viele Wählergruppen, auch relativ unterschiedliche Wählergruppen angesprochen werden. Wenn man sich die AfD anschaut, auch auf Bundesebene, ist das natürlich eine sehr vielgesichtige Partei. Da haben wir Leute wie Alexander Gauland als Vertreter des eher wert- oder nationalkonservativen Flügels. Wir haben Leute wie Jörg Meuthen in Baden-Württemberg, die wirtschaftspolitisch vergleichsweise liberal sind, aber gesellschaftspolitisch ziemlich konservativ sind. Es gibt Leute wie Björn Höcke aus Thüringen und André Pockenburg aus Sachsen-Anhalt, die ja auch nicht sozusagen davor zurückschrecken oder davon Abstand nehmen, so ein bisschen am rechten Rand zu fischen. Mhm. Insofern ist es ja ein ziemliches Konglomerat an vielen Strömungen, an vielen Positionen, was die AfD abbildet. Und damit hat sie natürlich dann relativ gute Chancen, möglichst viele Leute anzusprechen. Wie wahrscheinlich ist es denn, ich stelle diese Frage jetzt einfach mal, dass die AfD irgendwann mal in naher Zukunft auch mal eine Regierungsbeteiligung bekommt? Halte ich für in naher Zukunft relativ ausgeschlossen, weil die AfD, das hat man auch in den letzten Wochen und Monaten wieder gesehen, ist häufig mit sich selbst beschäftigt. Also der Landesverband im Saarland wurde aufgelöst. Die Fraktion im baden-württembergischen Landtag hat sich nach drei Monaten oder knapp vier Monaten gespalten. Die andere Fraktion, beispielsweise in der Bremer Bürgerschaft oder auch im Thüringer Landtag, haben sich auch schon ein bisschen, jetzt nicht aufgelöst, also in Bremen haben sie sich aufgelöst. Im Thüringer Landtag sind auch ein paar Vertreter der AfD, also Abgeordnete der AfD aus der Fraktion ausgetreten. Im Europaparlament, was erst vor reichlich zwei Jahren gewählt wurde, haben sich auch die AfD-Vertreter abgespalten, teilweise oder in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Das heißt, die AfD ist da noch sehr in der Findungsphase. Sie sind noch sehr mit sich selbst beschäftigt. Und das macht es extrem schwierig, mit so einer Partei zu koalieren.